Oh mein Gott, renn! Nein, renn, Spocky! Ich höre Schüsse. Es kommt was! Die sind da! Mach! Hey Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine geile, richtig nice, heftige, geile, nice, richtig geile, heftige, nice Challenge. Deswegen haben wir heute wieder meinen Lieblingskameraden Schmocki am Start. Digga, auf geht's, Leute. Und tut mir mal einen heftigen Gefallen, Leute. Geht jetzt auf Schmockis Kanal, droppt mir mal ein kleines Abo und klickt seine ganzen Videos an und macht da Likes und so. Ihr wisst Bescheid, Leute. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, ich erkläre euch gleich, wie das Ganze funktioniert. Wir haben einen richtig heftigen Troll, mit dem wir wahrscheinlich endlich mal ein paar Kills machen können in Fortnite, wenn es gut läuft. Aber hey, meine Freunde, checkt gerne mal unten in der Videobeschreibung ganz oben den Link ab, Leute, von meinem Partner Instant Gaming. Denn da gibt es die günstigsten Game Keys. Bis zu 70% könnt ihr da kriegen, Leute. Deswegen, wenn ihr Spiele billiger haben wollt, gönnt euch die da bei dem Shop. Und ihr kriegt da auch PSN-Karten und andere Skins in Fortnite viel, viel billiger als sonst, Leute. Deswegen checkt den Shop gerne ab, klickt drauf und dann supportet ihr mich. Wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich ziemlich einfach. Denn Leute, wir stellen uns jetzt gleich hinter Automaten, bauen da sozusagen eine Wand hin. Und wenn die Automaten sozusagen benutzt werden von anderen Leuten, können wir die einfach sozusagen klatschen. Ihr werdet schon sehen, das ist einfach übertrieben geile Taktik. Aber Leute, bevor das Video anfängt, wenn ihr mich supporten wollt, wenn ihr richtige Ehrenmänner seid, Leute, dann könnt ihr in den Itemshop gerne reingehen und da meinen Creator-Code KidMath eintragen. Weil somit seid ihr immer ein Teil von Mave Squad. Und wenn ich euch sehe, Leute, dann Adana Kebab auf meinen Nacken oder ihr kriegt einfach Kuss auf Stirn. Ihr wisst Bescheid, Habibis. Deswegen, Leute, Creator-Code KidMath. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir droppen mal für die erste Runde direkt zu Paradise und ihr könnt schon sehen, hier ist ein leckerer Automat, Digga. So, okay, der ist nice. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir erstmal Waffen kriegen, weil, Leute, sonst können wir die Gegner eben nicht töten und den Automaten dürfen wir ja nicht looten. Oh Gott, ich habe nur eine Pistole, Digga, du? Ja, eine AR, Digga, ist in Ordnung. Okay, damit kannst du ihn auch nicht schon drücken. Ja, wundert euch übrigens bitte nicht wegen meinen Dingens hier, weißt du, ich habe wieder, keine Ahnung, bin in ein Ziegergehege gefallen mit meinen Haaren. Keine Ahnung. Was ist? Ich wurde schon gelasert. Was? Von oben. Ja, ihr habt mich gesehen. Wir werden uns jagen. Ja, dann lass dich jagen. Ist okay. Ist okay. Okay. Ja, wir machen. Lass hier reinbauen. Wir machen so. Zack. Und Steinwand. So, okay. Wo ist meine Eier? Nein, meine Eier. Minigun ist noch geiler. Minigun ist noch geiler. Meinst du? Ja, ja. Viel geiler. Okay, bleib genau so. Ich bleib so. Oder was? Vielleicht können wir den Trick ja auch so benutzen erstmal, weißt du, für den Anfang, dass wir die killen, während sie zum Automaten hinrennen wollen. Ah, okay. Weißt du, können wir auch probieren. Aber dafür müssen wir den Weg frei machen, dass sie den Automaten auch sehen können. Guck, hier, Jungs. Der Automat, der ist frei. Der will euch. Nehmt den. Kostenlos heute. Aber wollen wir hier das Dach wegmachen vielleicht? Schmocki, willst du direkt ganze Map sanieren? Ja. Er macht Dach weg. Ja, Digga, ja. Mach direkt so einen Pfeil oben hin, dass sie das direkt sehen. Das ist so unauffällig, Digga. Ey, wenn du genauso editieren kannst wie gerade, ne? So eine schräge wäre das Baba. Dann kann ich von hier aus schießen. Ja? Ja. Okay. Und dann baue ich dich hier ein, oder? Ja, baue mich hier ein. So. Also du willst dich schon killen, bevor sie zum Automaten laufen? Ja, mal gucken, mal gucken. Je nachdem, ob sie... Wir haben nur eine Chance wahrscheinlich. Ja, ja. Warte, Schmocki. Was denn? Es kommt was, ne? Psst. Sei leise. Nicht editieren, nein. Hat der uns gesehen? Ey, Schmocki, die müssen natürlich kommen. Ich muss ihn anziehen. Ja, jetzt haben sie so in der Richtung was gehört. Aber wenn die das hier gebaut sind, Schmocki, dann wissen die doch, dass wir hier sind. Glaubst du? Ja, say. Bruder, wenn man Schüsse hört, dann geht man immer zum Gebauten. Aber Schmocki, was ich vorhin meinte, guck mal her. Ja? Ich kann auch so machen. Mach, nee, geh mal wieder direkt. Geh rein. Mach die Tür mal zu. Überraschung. Oh. Weißt du, das könnte man theoretisch auch machen. Ich glaube, Leute, das probieren wir gleich vielleicht auch noch mitten im Video aus oder so. Aber erstmal wollen wir die Taktik machen mit dem Automaten. A few moments later. Oh nein. Okay, okay, perfekt. Ah, stimmt, jetzt wollen die hier hinkommen. Jetzt will er mich finishen. Okay, dann muss ich sogar finishen lassen. Oh Gott, reparier die Holzwand, da sind wir nicht durch. Ich kann irgendwie reparieren. Ich hab kein Key dafür. Egal, geh hinter die Tür. Ich bin hinter der Tür. Geh hinter die Tür. Okay, zwei kommen. Oh mein Gott, okay, zwei kommen. Sie haben den Automaten gesehen. Sie haben den Automaten gesehen. Jetzt mach. Okay, mach. Die sind da. Mach! Ja! Ja! Nein! Nein! Komm! Was? Du hast beide Lungen gemacht. Shit, Digga. Das hätte echt was funktioniert. Der hat richtig dumm aus der Wäsche geguckt. Eben, die Sache ist aber, Leute. Erstens, die Wand war halt nicht richtig repariert, deswegen konnte mich da eine sehen. Und zweitens hatte ich halt nur eine Minigun. Ich würde aber sagen, Leute, wir probieren das jetzt nochmal aus. Und vielleicht sogar mit diesem Türentrick. Meanwhile. Aber gut, Schmock, ich würde sagen, du kannst schon sehen, wir sind jetzt hier in Richtung Tilted gelandet. Und irgendwer schießt auf mich. Mashallah, Bruder. Nein. Ja. Mashallah. Ich hab ihn. Bruder. Ich hab dich. Bruder, warum machst du so? Ich hab dich, Bruder. Okay, komm her. Warte, ich baue uns ein. Ja. Nee, nein. Es war so klar, Mann. Nein, Schmocki. Man war... Ich hab keine Mets mehr, Digga. Aber gut, Schmocki, dann würde ich sagen, droppen wir jetzt mal Richtung Tilt und wir sehen schon, Leute, hier sind zwei Automaten, Digga.
Sollen wir beide lassen? Das. Ich weiß nicht, einen sollten wir nehmen. Oh, ich werd abgeschossen. Okay. Mit 10 AP. Ich hab einen gelootet, den anderen behalten wir. Der pusht mich, pass auf. Wo ist der, wo ist der? Oh, hinter shit. Dir. Ah! 1 AP, hab ihn. Er muss, okay, nice. Nein. Nice. Ja, oh. Pass auf. Nein, Schmocki. Nein. Oh. Einen hab ich. Nein. Oh. Oh. Aber gut, Schmocki, du kannst schon sehen, ich hab hier meinen Ananas-Gitarre auf dem Rücken. Oh nee, nevermind. Das sind 10 Leute, Digga. Nicht bewegen. Oh nein, er kommt von der anderen Seite. Hab ihn. Okay, nice. Egal. Er hat's gecheckt, aber vielleicht andere Leute nicht. Junge, ich check's nicht. Obwohl wissen die, dass wir hier drin sind. Oder noch einer über uns? Er ist bei mir. Nein, er hat mich, Digga. Ich dachte, du bist es. Ja, ich bin auch down. So, Leute, ihr könnt schon sehen, wir probieren es jetzt nochmal in Paradise. Nur bin ich dieses Mal ein bisschen dumm geflogen. So, Vorhang frei. Ist leider nur ein blauer Automat, aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Und nachher, Leute, sorry wegen Clickbait. Mir ist einfach kein besserer Titel eingefallen. Und beim Ami hat es auch geklappt mit Klicks. Und ihr wisst, Leute, Klicks müssen laufen auf meinen Nacken. Okay, Leute, und zweite Runde startet direkt wieder hier in Paradise. Ihr könnt sehen, der Automat ist wieder ready und meine Friese aber komplett am Arsch, weil wir gerade schon 2 Stunden aufnehmen. Fragt nicht, warum, Leute. Fortnite macht gerade wieder Faxen. Ich einfach wieder geistig behindert. Oh Gott, ich habe eine Waffe. Hast du was? Ich habe eine Shotgun für dich, eine blaue. Nice. Okay, lilaner Automat geht auf jeden Fall fit, Leute. Oh, 2 Shotguns. Okay, nice. Gib mir dann gleich die Shotgun, dann können wir das schon mal alles vorbereiten. Okay, ich komm. Bau schon mal, Digga. Okay, ich mach schon mal alles ready, Leute. Ich mach jetzt die ganzen Steinwände dahin und sowas. Und dann warten wir einfach gleich ab, dass irgendwer kommt, den Automaten looten will und dann BAM! Auf seine Schnauze. Genau so. Danke, Schmocki. So. Ich mach auf. Okay, zack. So. Zack, Digga, Junge. Oh mein Gott, Alter. Gib mir jetzt die Waffen. Okay, ist zu. Hier. Eine Pumpgun. So, jetzt bist du weg. Perfekt, Digga. Auf geht's. Hast du gesehen, ob irgendwer mit uns gelandet ist? Ja, richtig viele, Digga. Okay, nice. Hier kommt safe was hin. Ich höre Schüsse. Willst du die anlocken? Okay, ich komm. Ich geh raus, ja. Und die Taktik mit der Tür wäre sogar eigentlich echt ganz geil. Vielleicht probieren wir das Ganze später im Video aus, Leute. Aber erstmal will ich versuchen, hier, weißt du, das Ganze zu editieren und dann BAM, Junge, richtig auf deine Schnauze zu hauen. Okay, ich habe 2 geschossen. Ich sehe jemanden, Schmocki. Ich sehe jemanden über dir. Echt? Warte, ich markiere dir da. Da war irgendwer. Okay. Oh Gott, ich höre was. Da kommt was. Ich lauf weg vom Automaten. Pass auf. Willst du dich killen lassen? Ja, ich probier's, ja. Ich lock ihn her. Oh Gott, er hat eine Shotgun. Oh mein Gott, renn! Nein, renn, Schmocki! Lock ihn doch nicht hin! Ich lauf. Oh Gott, hier ist scheiße, stimmt. Ich muss geradeaus. Okay. Ja, warte. Geh wieder zum Pool. Oh, hier ist eine Katze. Ich lauf weg. Okay. Ich lass mich hinten killen. Ich stell mich hinten hin. Ich bewege mich nicht mehr. Ich seh sie. Ich lauf weg. Schmocki, du schaffst das. Mich. Nein. Aber er kommt. Ist gut. Er hat den Automaten gelootet! Nein. Digga! Das hat nicht funktioniert. Oh mein Gott! Oh mein Gott, nice! Digga. Aber instant gewumpumped, Alter! Okay, nice, nice. Rieb mich hoch, ich lebe noch. Ich hol dich. Alter, krass. Aber der müsste noch. Nee, der war instant down. Der hat keinen Duo-Partner. Baba, Digga. Nice, Alter. Ihr habt auf jeden Fall schon mal gesehen, Leute. Die Taktik funktioniert vor allem. Wie krank war gerade dieser One-Pump, Alter. Ja, beim ersten Hätte ich ja fast 2 Leute geholt mit der Minigun. Das ja. Ich beide low gemacht. Eben, ich hatte einfach nur eine Minigun und keine richtige Pumpgun, Leute. So, ich würde sagen. Gibt's hier noch einen anderen Automaten? Gegner, Bruder. Da hinten sind Gegner. Okay, warte. Chill. Da kommt jemand. Geh weg. Ich sehe. Nein, wir müssen jetzt zum Automaten laufen. Komm hinten zu Dingens, zur Tankstelle. Digga, er sieht mich. Er hat mich ab. Wir müssen ihn holen. Müssen ist noch einer. Renn mal zu mir rüber, Schmocki. Ich kann nicht, Bruder. Okay, ich probier's. Na, rüber. Ja, war klar. Ich konnte nicht. Oh, Ship's down? Ja. Oh, fuck. Aber warte, er kommt. Vielleicht checkt er das nicht. Hieß du noch einen Automaten? Ich bin aber noch einen Automaten. Als ob. Ja. Okay, nice. Ich schau dir gleich zu. Okay, ich glaube, der. Ja, bau dich da ein. Oder? Hä, wo ist der? Ah, da ist der. Oh mein Gott, nein. Ey, Digga, das ist so ein Schwitzer. Nein! Das ist ein richtiger Schwitzer. Nein, Schmocki! Oh nein, Bruder. Mach was! Nein, oh, Mann. Alter! Ja, Leute, war jetzt auf jeden Fall ein ganz kurzes Video, aber bei Gott, ich hab keinen Bock mehr. Wir nehmen schon 2 Stunden auf und ich hab's beim letzten Mal schon gesagt, wir machen kein Battle Royale Videos mehr. Jetzt meine ich ernst, es kommen wirklich keine Battle Royale Videos mehr. Egal wie dieses Video performt, selbst wenn es 1 Million Klicks kriegt, ich mach die Scheiße einfach nicht mehr. Nee, komm, bei der Million machen wir es nochmal. Ja, aber okay, bei der Million vielleicht schon. Aber Leute, auch wenn das Video gut abgeht oder sowas, ich hab einfach keinen Bock mehr auf Battle Royale. Bin einfach hier komplett am Schwitzen seit 1 Stunde, Alter. Nicht mal 1 Stunde, seit 2 Stunden. Die Challenge ist so schwer. Ja, Leute, auf jeden Fall, wie gesagt, check gerne Schmocki ab. Link zu seinem Kanal unten in der Videobeschreibung. Danke, dass er immer am Start ist, wenn es um sowas geht. Und ja, benutzt gerne meinen Creator Code Kidman vom Item Shop. Ich bin jetzt erstmal raus, ich weiß nicht.
geh einfach von der Brücke springen oder so. Macht's gut, Leute. Haut da rein. Peace.